Alter, da wo ich gejoint bin, sind einfach Leute. Hallo? Ja? Störe ich euch gerade? Nee, alles gut. Bin hier gerade aufgewacht, weißt du, deswegen. Achso. Oh mein Gott, ja. Bruder, komm mal hier bitte. Ding. Ich merke schon, du bist der Oberkohle hier. Warum? Ich bin hier gerade aufgewacht, weißt du, ich muss erstmal alles abchecken. Tweety, Mweety, Nachrichten, alles. Also, du musst ein Foto machen, oder was? Nee, ich mach eins von mir mal, Selfie. Daily Selfie. Kennst du mich? Okay. Hashtag Tyrone Daily Selfie. Immer auf Twitter. Nee, kann ja mal gucken, ja. Ja, warte. Kann ich gleich posten, kannst du sehen. Oh, ich hab ein Match, Digga, auf Tinder. Wünscht mir viel Glück. Na easy, Bruder. Alter, viel Glück, Mann. Was geht, du geile Sau, hab ich geschrieben. Mit wem denn? Wie heißt die Jutste? Ja, kriegst du nicht genug, oder was? Du hast doch deine Alte. Lass doch mal die für mich übrig. Ich frag doch nur, wer das ist, Bruder. Komm mal, ja, komm. Sportsfreund hier. Ja, hätte ich dir sonst vielleicht einen Tipp geben können, ja? Also, nur weil du es mit Glück, mit Ach und Krach irgendwie geschafft hast, heißt es ja nicht, dass du irgendwie ein Meister bist, ne? Also, ne? Nur weil du da hier rumliegst, da, mit einer. Ja, okay, du hast es irgendwo schon geschafft. Okay, ich geb's zu. Wollte einfach nur nett sein, Bruder, ja? Aber wenn du es selber schaffst, dann ist doch alles easy. Ja, kein Problem. Die Bierflaschen hier, kann man die aufheben? Nee, leider nicht. Ich leg mich mal zu euch. Nein, ein bisschen Abstand, wenn's geht. Danke dir, Bruder. Ah, okay, kein Problem. Und wie läuft's so? An sich ganz gut, aber du bist immer noch ein bisschen dicht dran. Ich bin noch gar nicht dicht an dir. Ja, aber meine Freundin. Ja, aber deine Freundin kann ja für dich selber reden. Vielleicht gefällt sie ja. Wenn du dich nicht gleich da wegbewegst, trete ich dir ins Gesicht. Also, noch Fragen? Mir würde es eher gefallen. Ja, okay, scheiß drauf. Mit oder ohne Schuhen dann? Kannst du ja aussuchen. Wenn ich die Wahl hab, dann. Naja, wahrscheinlich ein kleiner Fußfetisch ist, ja. Okay, Spaß, ich mach mich. Ich bin so ein bisschen so ein Späßchenmacher, weißt du? Naja, ich merk schon, du bist ein richtiger Frohnatur, Mann. Was könnte ich schreiben? Gepostet und abgehauen. Oh mein Gott, fuck. Alles ist zu. Ich muss wegrennen. Ich hab's gepostet, oder? Ich hab's gepostet. Ich guck nochmal. Nein, ich hab's nicht richtig gepostet. Wartet. Jetzt hab ich's gepostet. Mal gucken, was die machen werden. W. Berko in den Chat, Digga, dafür, dass ich das. Habt ihr gesehen, was ich gerade gemacht habt? Habt ihr gesehen, was ich gerade gemacht hab? Dafür W in den Chat einmal. Hallo? Arbeitest du bei Tequila Bar? Nein. Sondern wo? Unicorn. Nein. What the fuck, warum? Ah, ich hab dich verwechselt nur. Sorry. Ah, dir gehört der Shop hier. Der Weed Shop. Nein. Hä? Ja, weil der ist geschlossen und du läufst rein, als ob du den gleich aufmachst. Deswegen. Tyrone, haben wir ein Problem? Ich weiß nicht. Haben wir ein Problem? Nee, eigentlich nicht. Ja, also, wie geht's dann ist Tyrone? Alles gut. Mir geht's gut. Ich hab gerade einen Twitter-Post gemacht wegen den Vollidioten da rechts, weißt du, und die wollten mir einen über den Dötz hauen, hab ich gesagt. Kannst mich kreuzweise. Ja, das ist Southside drin. Mit dem würde ich mich aber auch nicht anlegen. Ach, die sollten lieber Angst vor mir haben. Tyrone, mich kennt man. LDS, genau. Gut. Was macht ihr jetzt hier? Nix. Alter, wisst ihr, was richtig scheiße ist hier manchmal? Scheiße. Wenn ich mein Auto in Uganda geparkt habe, kann ich hier bei der Garage nichts ausparken. Ja, das ist ja logisch, ja? Ja, stimmt auch. Was war jetzt daran das Problem? Keine Ahnung. Kenn ich von anderen Staaten anders, weißt du? Ja, das ist aber Moch. Gut, naja. Hier ist die 1. Hier, Rotschopf. Ivy. Ivy. Hm? Sorry, seid ihr zusammen, oder? Hello. Ist das deine Frau? Ist das deine Frau, Bro? Nee. Wenn es deine Frau ist, sag, wenn du ein Auge auf sie hast, dann respektier. Oh, scheiße, die kommen, Bruder, ich muss weg. Fuck. Renn doch nicht wieder weg, Mensch. Ich warte es nicht. Hast du denn schon wieder Angst, so wie letztes Mal? Komm, bleib stehen. Tyrone, los! Los, Tyrone! Scheiße, ich hab Angst! Oh mein Gott, er zieht eine Waffe! Nein, 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 nein! Los, los, los! Auf Dach drauf! Nein, was mach ich da? Was mach ich? Ah, der ist hier! Der ist hier! Oh mein Gott! Guck mal, da zieht er das Strap, ja, die Pussy. Ich ergebe mich, okay. Daneben legt die ich Strap weg. Mich.
Ich Dixi ergebe weg. Mich. Ich ergebe mich. Okay. So, komm ich her. Hab Angst. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ja, komm in deine. Kommen Sie einfach her. Komm. Okay, okay. Okay, sorry. Ihr habt mich. Okay, ihr habt mich. Ich sag dir, los, hol dein Handy raus. Ich hol's raus. Geh auf Twitter. Okay. Lösch den Post. Okay, ich lösche es. Versprochen, ich lösche es wirklich. Schau, Tweet gelöscht. Ich hab's gelöscht. Lass mich in Ruhe! Ich werde es hier einfach nochmal posten jetzt. Okay. Ich weiß, was ich gelöscht hat. Ich poste das jetzt nochmal. Möchte gern Bonnie und Clyde. Digga, der hat mich voll erschrocken da, Digga. Voll der Jumpscare war das. Kletter mal ein Haus hoch, ich will sehen, wie das aussieht. Ich zeig's dir gleich. Also, ich kann... Schaut mal jetzt zum Beispiel. Parkour eingeleitet. Guck mal, ich kann so hier drüber springen, als Beispiel. Und dann kann ich auch... Moment. Hier zum Beispiel drüber klettern. Diese Verfolgungsjagd war gerade voll geil, ne? LDS Fullbox war das. Ich guck mal, ob man hier Taxi rufen kann. Iqbal hat mir was geschickt. Ball ist der Araber, Digga, der zu mir statt Tyrone Toblerone sagt. Warte mal. Ah, Tyrone, warum braucht er meine Nummer? Ah, Juliana. Okay, das war mein Ex-Date. Ich ruf mal Iqbal an, ob der da ist. Fuck, ich glaub, der ist nicht da. Scheiße, der ist nicht da, Digga. Khalif? Ja, wenn ich die wieder finde, dann nerv ich die wieder, aber ich muss jetzt erstmal mein Auto besorgen. Scheiße, der ist auch nicht da. Knall die gleich ab. Nee, nur wenn die Waffe ziehen, dann. Mach gutes RP mit denen. Mach ich doch immer, Bruder. Was ist los mit dir? Die haben doch die Waffe rausgenommen, ja. Aber die haben ja nicht mich bedroht damit. Ich hab das ja ausge-RP't. Ich hätte ja auch schießen können auf die. Aber dann wäre das nicht so witzig geworden. Check so, deswegen habe ich meine Waffe einfach nicht. Also habe ich die. Ja. Leck meine Eier. Chat, kennt ihr die hier, Digga? Diese Kekse von türkischer Laden. Beste Rolex. Die schmecken phänomenal. Oh, Paola hat mir geantwortet. Oh mein Gott, Jungs, ich hab ein Date, glaube ich. Das erste Mal jetzt, wirklich. Okay, ich hab hier auf... Warte mal. Chat, oh mein Gott. Ich hab die Fullbox, glaube ich, diesmal. Ich hab geschrieben, was geht, du geile Sau? Sie schreibt nichts. Was könnte ich dir jetzt schreiben? Jung, brutal gut aussehen. Boah, fuck, Alter, ist die geil. Was könnte ich schreiben? Bitte kein Cringe-RP machen. Nein, ihr kennt mich doch. Ihr müsst mir jetzt helfen. Frag, ob sie was machen will. Nein, das kommt so komisch. Ich muss zu der sagen, ey... Komm, wir treffen uns endlich, oder? Okay, ich habe ein Baba-Riss-Idee. Ich weiß jetzt, wie ich das kläre. Ich schreibe, ich bin Tyrone. Mehr muss ich, glaub, nicht sagen, oder? Mehr muss ich, glaub, nicht sagen, oder? Mit diese... So.
Boah. Boah. Das wird der Riss sein, Digga, vertraut. Das ist der Riss. Schlecht? Ja, werden wir 10. Werden wir 10, Digga, ob der schlecht ist oder nicht. W Riss, Digga. L Riss. Ach, leck mein Eier, Digga. W Riss oder L Riss, Chat? Sie schreibt, freut mich. Boah, okay, warte. Scheiße, sie schreibt so abweisend. Denk nach, denk nach, denk nach. Ja, jetzt schreibt die L Riss, Digga, nachdem ich einen Korb bekommen habe. Oh nein, nein, die haben mich umgenietet. Nein, nein, oh nein, oh nein, die von vorhin haben mich umgeschossen. Nein, meine Waffe ist weg, oh nein, oh, ich hab nicht aufgepasst, ich hab nicht aufgepasst. Die haben mich gefickt, Alter. Scheiße. Und der Wichser zieht jetzt meine Waffen ab. Ach, scheiße. Ich wollte die holen, Digga. Die haben mich geholt. Ah, das muss kein Meter gewesen sein, Digga. Die hätten auch einfach hier rumfahren können, glaube ich. Hola, hier liegt eine Person auf dem Boden, genau beim Würfelpack Auspacker. Medic, sind Sie alleine gerade hier? Hier vor Ort, ja. Okay, auf der anderen Seite haben wir noch einen. Noch eine Person. Ich bin sofort da. Super, danke. Wie geht's Ihnen so? Danke, Medic, du hast mir mein Leben gerettet. Wie geht's Ihnen? Danke, mir geht's gut. Keine Schmerzen oder ähnliches? Nee, ich glaub, ich musste nur was trinken. Achso, alles klar. Ich trink mal schnell was, danke dir. Kein Problem. Oh mein Gott. Die werden jetzt sehen, Digga, diese Motherfucker. Fuck. Amigo. Diese kleinen Motherfucker werden jetzt sehen, Alter, was ich mit dem machen werde. Ich weiß ganz genau. Ah, du Scheiße, wer bist du denn? Wer bist du denn, Alter? Du scheiß Kopfnase. Digga. Warum kommst du einfach und beleidigst mich? Ja, weil ich das mache, das ist meine Art. Hallöchen. Was ist das für eine Kopfnase? Ist das Abo? Warte, ich warte, ich rufe gleich sofort zurück. Kleinen Wichser, Alter, beleidigen. Das ist gerade schwierig. Ich werde mir die holen. Ich glaube, ich weiß, wie du heißt, aber Paola. Egal. Gut, komm mal. Wir arbeiten jetzt, ja? Hey, amigo. Was ist vorhin passiert? Was ist besser? Ich weiß gleich nicht. Treffen. Okay, stimmt. Oder wie schaut's aus? Sie sollen uns kurz ja, ich muss mich, glaube ich, jetzt an jemanden rächen. Ja, hör zu. Ich hatte deine Wunder gesehen. Das war irgendwie... Das war kein Trinken. Was? Das war eine Schafe. Verstehst du? Ich glaube, ich weiß, wer das war. Okay. Hast du was? Was hab ich? Naja, du willst dich rächen. Ja, will ich. Hast du was, um dich zu rächen? Oder willst du dich da mit deinen Fäusten begeben? Was brauche ich denn? Ja, ein Messer. Vielleicht. Ich habe eine Pistole. Du hast eine Pistole? Ja. Ach so, alles klar. Yeah. Na gut, sehr gut. Ich werde mich rächen an den Motherfucker. Genau, lass nichts auf dich sitzen. Das werde ich nicht zulassen. Gut. Alles klar, dann viel Glück und Erfolg. Danke. So, gucken jetzt erstmal auf die Garage. Wo ist mein Mercedes-Benz, Digga? Golden Pub Garage. Oh, das sind wir alle einstimmig, oder? Alter, Mr. Bitcoin. Mr. Bitcoin. Wer ist denn Mr. Bitcoin, Herr Mann? Keine Ahnung, hab ich mal gehört, irgendwo am Würfelpark. Ja? Scheiße, mir da. Ey, gibt's ja ein Taxiunternehmen oder sowas? Gab's mal nicht. Mierda-Taxi. 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 Muss einer von euch zufällig zu Golden Pub? Nee. Nee. Muss einer von euch zufällig trotzdem jetzt dahin? No. Willst du ein Auto haben? Ich muss dahin. Frag doch einfach nochmal, vielleicht. Vielleicht muss da dann rein. Hat einer ein Auto für mich? Ja, komm mit. Nein, nein, Mann. Danke, Alter. Mein Auto ist da bei der Garage und ich zu Fuß jetzt dahin. Du weißt doch, Arschfick. Jojo. Ich werde mich rechnen an den Chat. Wo ist das? Ich werde es nicht vergessen.
Der Golden Pop ist beim, bei diesem G hier rechts, hier. Sie schreibt, bin gerade beschäftigt, würde mich melden. Ha. Denkt sie, sie kann mich einfach aufschieben? Ha. Dann ist hier anscheinend nicht gemacht für Tyrone. Was kann wichtiger sein als mit Tyrone auszugehen, Madame? Naja. Bitte. War's gut? Ja. Ja. Dann sehen wir uns. Naja. Danke. Tschüss. So. Benutzt mal mehr das Soundboard, Bro. Ja, okay, hier. Wolltest ja Soundboard haben hier. Ja, Pech, Digga. Leck meine Eier. Einmal die Hände hoch. Wieso kann ich meinen Motor nicht starten? Einmal die Hände hoch. Alter, schon wieder? Ja, oh, geh raus. Gott. Ja, warte, ich steck aus. Ich hab mich angeschnallt. Moment. Hey, mein Sportsfreund, wie geht's nein, dir? Nein, Auto wieder aufschließen und Hände hoch. Warte. Ich hab den Schlüssel geschluckt, tut mir leid. Ja, komm, hol den raus. Nein, ich hab ihn geschluckt, tut mir leid. Wo hast du den geschluckt, Bruder? Ich hab ihn geschluckt. Nein. Ja, dann durchsuch ihn mal. Der hat bestimmt seine Waffe auch noch weggebracht, so wie ich ihn kenne. Mit Wasser, guck. Schau. Nimm die Hände hoch. Oh, weißt du, was wir da machen? Durchsuch ihn. Durchsuch ihn. Ich hab nix. Ja, du hast eine Waffe auf jeden Fall stecken gehabt. Er hat mich doch eben schon abgeknallt, Bruder. Warum will er mich jetzt nochmal ficken? Der hat einen Dildo, hast du dich gerade draufgesetzt gehabt, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Nee, den hab ich für seine Freundin mitgenommen. Habt ihr zufällig einen Helikopter bei euch am Anwesen? Nee, Mann. Oder ein geländefähiges Auto. Ich denke mal, der kleine Bruchpilot sollte mal einen kleinen Ausflug machen. Was hat der Pendeco gemacht? Ach, guck mal einfach auf Twitter, Bruder. Ist so ein kleiner Rambo, weißt du? Der hat 47k Cash dabei. Ja, nimm das einfach mal mit. Weißt 47k Cash. Bruder, du hast mich kurz reich gemacht, ja? Mein ganzes Geld. Nimm das als Bezahlung dafür, dass ihr ihn mitnehmt, ja? Ey. Kannst du deine Dinge nicht selber klären, Hermano? Okay, du kannst das aber warum soll ich mir die Finger schmutzig machen? Du steigst schön in den BMW mal ein. Ja, alles gut, ja, Sir. Viel Spaß hier. Ab nach hinten mit dir. Kein Problem, Sir. Wenn man Scheiße baut, muss man auch ein bisschen bekommen. Ach. Ein bisschen die Beine vertreten kann nicht schaden. Ja, richtig. Einen schönen Ausflug machen auf jeden Fall. Ey, aber... Oh Gott, okay, ein Krieg endet nur, wenn ihn jemand beendet. Merkt ihr das? Also, hat es nicht vorhin schon gereicht, dass du gerade zum Büffeln am Büffelpark rumgelegen hast? Ah, ihr habt mich also erst umgeschossen. Und jetzt nehmen wir dich auch noch mit, du bist also nicht gekommen dabei, während du mich abgeknallt hast. Und jetzt willst du mich nochmal ficken. Ja. Weil deine Freundin nichts drauf hat. Außer Zahnbelag. Viel Spaß. Was für Pussys, Alter. Knallen die mich erst ab, wie hinterhältige Fotzen, und jetzt wollen die mich nochmal ausliefern lassen. Wann scheißt du deinen Schlüssel wieder raus? Gar nicht. Ach, schade um dein Auto, ja, kannst du nie wieder fahren, ja. Ja, muss ich Mechaniker. Warum habt ihr mein Geld überhaupt genommen? Ja? Ach, scheiß drauf. Wieso hast du überhaupt so viel Bargeld dabei, Bruder? Weil ich das von den Juden bekommen habe. Für einen Auftrag, Bruder, den ich noch nicht mal erfüllt habe. Die werden mich jetzt auch ficken. Was ist der Auftrag? Ich helfe dir. Ich muss jemanden eine Schelle geben und ein anderer muss das filmen. Komm, ich filme. Wen müssen wir ficken? Digga, warum machst du jetzt so auf Lachkick? Du, ihr nimmt mich gerade auseinander. Nein, Walla, wenn wir in den Deal kommen, dann easy. Ich hab kein. Ihr habt das Geld eh schon genommen vom Deal. Ja, kann ich dir doch zurückgeben, oder? Alter, ihr seid ja echt nette Geiselnehmer. Ja. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen in den Wald. Und dann zeige ich dir, wie nett ich bin. Ich weiß nicht, wie der andere ist, aber ich bin ein bisschen anders. So schön an dem Baum und so, verstehst du? Oder ich habe ein Seil dabei, den mache ich gleich an meine Anhängerkupplung. Und dann fahren wir mal ein bisschen mit dir spazieren. War nicht so schwer, Bruder, ja. Digga. Aber jetzt, wenn mal ehrlich, wem musst du da eine Schelle geben? Warum soll ich euch das sagen? Weil ich dir helfe. Seid ihr unabhängig? Ja, natürlich. Also er hat euch bezahlt? Ja. Yeah. What the fuck, Alter? Nicht schon. Und wie viel hat er euch bezahlt? Ja, das gehört ja nicht zur Sache, Bruder. Ja, okay, und wie viel muss ich bezahlen, wenn ich jemanden auseinandernehmen will?
Ja, du bezahlst mir 100.000, dann darfst du ihn auseinandernehmen. Aber ihr habt doch schon 50.000 von mir. Ja, aber ich habe kein Geld von dir, das hat der andere. Kannst du mir 100.000 überweisen? Ich habe kein Geld. Okay, dann muss ich dich leider töten. Okay, okay, und was ist, wenn ich euch so ein paar Autos schenke, die mehr wert sind? Oder Waffen. Ich habe keine Waffen. Bruder, du hast so gerade eine da reingelagert. Bitte, was für Autos? Ich habe keine Waffe, Alter. Der schießt jemanden ab, der nicht mal eine Waffe hat. Bruder, ich weiß, dass du eine Waffe hast. Woher willst du das wissen? Er hat das doch gesehen. Wie hat er das gesehen? Wo? Das weiß ich nicht. Der hat mir gesagt, du hast eine Waffe. Okay, und ich habe auch gesehen, dass du es eingeladen hast. Ich hatte keine Waffe. Okay, wir machen das so. Du machst diesen Mercedes, den du vorhin hattest, mal schön auf. Und wir gucken rein. Also erst einmal muss ich den rausscheißen erstmal. Ja, easy. Wir gehen kurz auf Toilette. Und die zweite Sache ist... Ja, okay, dann lass auf Toilette gehen. Findet mir irgendwo einen Ort. Ich kann nur scheißen, wenn es auch wirklich eine Toilette gibt. Also findet mir einen Laden, wo es eine Toilette gibt. Dann scheiße ich. Oh, ich kenne da einen ganz guten Ort. Hm, weit und breit ist da keiner. Doch, doch. Ich weiß schon mal. Das ist eine schöne Villa, ja. Nennt man auch French Villa. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum die dich suchen. Weil, was hast du verbrochen? Ja, weil er... Weil die mich dumm angemacht haben die ganze Zeit. Und dann habe ich einen Twitter-Post gegen die gemacht. Und dann hat die nicht drauf reingekommen. Du hast halt gegen der Frau. Das war halt nicht schön, ja. Mit zwei Was ist mir egal, Alter, wenn die sich wie ein Mann benimmt. Aber sei mal ehrlich, ich helfe dir wirklich. Nein, ich komme schon alleine zurecht. Ja, gerade wolltest du doch uns auch Geld geben. Ich habe kein Geld. Ja, Waffen. Ich habe auch keine Waffen. Ich wollte vorhin Waffen kaufen bei diesem Mr. Bitcoin-Typen. Der so aussah wie Mr. Bitcoin. Keine Ahnung, wer das war. Du machst das Auto auf gleich. Ja, dann bring mich zu einer Toilette erstmal. Ja, machen. Weil ich scheiß nur in der Toilette. Oh. Alter, was denn mit dem Fahrer los? Bruder, bitte schnall dich an, ja. Wie schnall ich mich an? Ah, okay. Ich geh nur scheißen, wenn es eine Toilette gibt. Ja, wir haben das schon verstanden, das ist schon viermal gesagt. Ich bring dich dahin. Jungs, ich kann hier keine Gorilla-Armee rufen. Der Server hat Whitelist. Leute, wir können das auch so machen. Wenn ihr Bock habt, mir zu helfen, dann könnt ihr euch auf dem Server whitelisten lassen und wir können eine Gang gründen. Das könnten wir machen. Ach, Betreuung. Wieso hast du dem ans Bein gepisst? Warte mal, woher weißt du endlich, wie ich heiße? Bruder, wenn du auf Twitter... Bitte, ja. Bitte. Oh, stimmt. Ich heiße auf Twitter, Tyrone. Du hast alles gefickt. Aber ihr dürft keine Scheiße machen. Wir müssen uns an die Regeln halten. Trotzdem. Einreise geht nur bis 16, bis 22. Ja, dann macht ihr halt morgen einfach. Und wenn ich dann wieder streame, dann seid ihr da. Also, wo gibt's denn jetzt hier eine Toilette? Hallo? Wir sind da. Alter, meine Achseln brennen, Digga, weil ich vorhin mich rasiert hab. Und irgend so eine Scheiße dahin geschmiert hab, statt Aftershave. Ich hab irgendeine andere Scheiße geschmiert. Das brennt jetzt die ganze Zeit. Was kann man dagegen machen, Chat? Was ist denn hier los? Oh! Gibt's hier eine Toilette? Bei dieser Arbeit hat man kein Aushängeschild und sagt, das gehört dem und dem. Man erkundigt sich. Ich benutze eure Toilette, tut mir leid. Ich muss einen Schlüssel rausscheißen, die erpressen mich. Red mal nicht so laut. Sorry. Hier rein. Wie heißt denn eure Familie, Alter? Ihr seid ja voll krass. Okay, ey, aber du musst mitkommen, Digga. Wieso? Ich kann nicht. Oha, Digga. Wenn ich scheiße, will ich nicht, dass der da ist. Der andere soll hier. Okay, dann pass. Du musst meine Hand halten, während ich kacke. Ich kann sonst nicht. Okay. Wie heißt die überhaupt? Ich muss jetzt einen Schlüssel rausscheißen, damit ihr den bekommt. Wie heißt du wohl? Ach du Scheiße, das stinkt alles nicht. Okay, Jungs, einfach mit Hose, der Eklige, Alter. Ich würde jetzt rausgehen an eurer Stelle, weil sonst könntet ihr ohnmächtig werden. Hat sich in die Hose geschissen. Okay, gut, ich steh auf. Hallo? Oh nein! Oh nein, ich hab gespürt aus Versehen! Nein, das ist ja automatisch hier, was ist das mit Technologie? Oh nein! Scheiße, der Schlüssel ist weg. Wer hat abgespielt? Der hat abgespielt. Ich hab aus Versehen abgespielt. Warte. Fuck, man, was ist der Name? Scheiße. Hört dich nicht. Bruder, aber. Hast du den? Ich hab den Schlüssel hier. Nein, hier, nein, hier. Der ist da nicht. Doch, wir haben Rohrbruch. Nein, der ist, das ist meine Kacke. Wir haben einen Rohrbruch.
Ich hab, warte, ich spiel nochmal. Ja, warte. Jetzt. Ah, ich hab den gefangen. Da ist kein Schlüssel, ich hab's runtergespielt. Ich hab den doch gefangen jetzt gerade. Das ist ein anderer Schlüssel, vielleicht habt ihr einen anderen erpresst. Warte, ich hol noch mal. Ah, hier hab ich einen Autoschlüssel. Guck mal genau rein. Mercedes. Woher weißt du überhaupt, dass ich einen Mercedes habe? Von einem Mercedes. Ey, du musst siehst du aus, überhaupt, dass ich einen Mercedes habe, hä? Du siehst so aus, als würdest du einen Mercedes fahren, Bruder. Woher weißt du, dass ich ein Mercedes habe? Der sieht nicht so aus, der riecht auch noch danach. Ja, riecht nach noch so diese Duftbaum. Der eine weiß auf einmal, wie ich heiße, der eine weiß auf einmal... Wie heißt du denn? Die haben dich da umgezogen. Wie heißt du, Bro? Ach, Jungs, Alter, ich muss weiter scheißen. Ich scheiß dir nicht in die Hose. Lass mal raus, hier, lass mal raus. Nein, Jungs! Bah! Ey, mach mal leise, ja? Was brauchst du denn? Ey, mach mal leise. Eure Schuld, Digga. Ihr wollt, dass ich das mache, dann mach ich das auch. Ja, aber wir haben Gäste. Ja, reicht, wir wollen das nicht mehr reichen. Du Hund, es reicht! Okay. Alle. Ich kann nichts da. Ah, ich kann doch nichts dafür. Du hast den Schlüssel und jetzt machst du Auto auf. Heidi. Ich hab keinen Schlüssel. Oder halt deine Fresse jetzt für reich lang. Schlüssel oder Nackenklatscher. Ich war schon genug nett zu dir. Jungs, ich hab keinen Schlüssel. Oder Nackenklatscher. Ich habe keinen Schlüssel. Durchsucht mich doch einfach. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen. Nackenklatscher. Was machst du, Bruder? Gucken, ob der seinen Schlüssel jetzt dabei hat. Diese kleinen Wichser, Alter. Was soll das, Alter? Ich glaub, Dildo, da müssen wir ein Auto stecken, dann geht das. Warte, den nehm ich. Was? Die RDM mich einfach, Alter. Oh. Boah. Oh. Oder nur für dich gemacht, mein Bruder. Boah. Geht's dir gut? Mir geht's scheiße. Aber ich hab da auch noch was für dich. Was? Bei dir. Ihr habt mich komplett blank gemacht und jetzt gibt ihr mir nur noch ein Dildo? Oder das war dein Service, den ich gegeben, Bruder. Und wo ist mein Cash, was ihr mir abgezogen habt? Bruder, keine Ahnung. Ne? Mein Cash, mein Fleisch. Oder für meine Familie kann ich nicht. Wie heißt du, Bro? Ich heiße Tyrone. Tyrone. Soll ich dir meinen Namen sagen? Wie heißt du? Wesh. Okay, Wesh. Was passiert jetzt? Soll ich dich um Wien fahren? Ja, fahr mich mal zu dieser G. The Golden Top? Ja. Vertrau mir, da willst du nicht alles Bastarde da. Egal. Komm mit. Sonst, Bruder, alles gut bei dir? Digga, ich will jetzt gucken, wer Boja ist, Digga, wartet mal. Boja 25. Bist noch drin, ja. Aber ich kenn dich nicht. Ich bin noch hier, ja. Sonst alles gut bei dir. Twix. Verpiss dich, Junge. Sogar meine 4 Handys habt ihr mir abgezogen. Ihr habt mir $0 übrig gelassen. Ihr habt mir nichts übrig gelassen. Nichts. Mutter, ich kann dafür nichts. Tut mir leid. Gar kein Problem. Was war das? Wieso bist du zu uns gekommen, Bro? Dann werde ich auch euch beklauen gleich. Gar kein Problem. Bruder, ich wurde von euch entführt, weil jemand hat euch beauftragt, mich zu entführen. Ihr seid ja eigentlich unabhängig, aber der Typ, der mich entführt hat, der wollte mich persönlich auch nochmal ausnehmen. Einfach so. Ich sorg dafür, dass nicht einkommt. Egal, ich muss jemanden auseinandernehmen. Also nicht eure Familie, jemand anderes, brauchst der euch beauftragt. Brauchst du ein Messer? Nein, ich kann arbeiten gehen, ich besorge mir eine Waffe. Irgendwie krieg ich das schon hin. Bruder, hier, bitteschön. Okay, danke, Bro. Man sieht. Ciao. Hey. Wenn du was brauchst, ich geb dir meine Nummer. Ach, Bruder, alles gut. Ich hab nicht mein Handy. Alles gut. Soll ich das Handy laden fahren? Nein, alles gut, Bruder, danke. Ja, man sieht sich. Ciao. Ja, noch eine Pistole plus. Was willst du denn hier? Nix.
Ich wollte nur gucken, ob ich hier noch Autos habe, die ich ausparken kann. Ja, Mann. Lalalala. Ach, schade, ich habe hier kein anderes Auto mehr. Was machst du denn so hier? Ist cool? Nix, ich warte auf den Mechaniker, der gerade auf dem Weg ist. Ist dein Auto Schrott? Nee, ich krieg das Auto hier nicht auf. Welches, das hier? Ja. Das ist doch mein Auto. Echt? Ja. Okay. Warum willst du in mein Auto rein? Weil ich den brauch. Aber das ist mein Auto. Aha, auf einmal hast du Schlüssel, ja? Ja, ich hab Schlüssel. Motherfucker. Okay, scheiße, okay, ich hab keinen Tank. Ich hab keinen Tank. Steig jetzt aus. Lass mich doch in Ruhe, Digga. Ihr habt doch eh alles von mir genommen. Oder halt dein Fresse, jetzt steig aus. Digga, Hello, ihr habt alles von mir genommen und ihr habt nicht mal ein Problem mit mir gehabt. Hier, du kriegst deine 50k auch zurück. Nein, behalt das. Aber guck mal, Wesh. Guck mal, warte mal, guck mal, du machst die ganze Zeit so. Du tust so, als ob du deinen Schlüssel runtergespült hast, das gemacht hast. Und jetzt kannst du auf einmal dein Auto aufmachen, Bruder. Bist ja, ich hab meinen Ersatzschlüssel geholt. Guck mal, Wesh, Digga, guck mal. Ich hab dem nichts getan, der kommt einfach und will mich auseinandernehmen. Guck mal, ich hab echt nichts gemacht, Digga, ich schwör's dir. Ich hab ihm gar nichts getan. Steck einfach raus, Bruder. Ich hab jetzt Angst. Nein, also ich sorg dafür. Ich sitze jetzt im Auto und jetzt schluck ich wirklich meinen Schlüssel runter. Nein, Bruder. Jedes Mal das Gleiche. Ich sorg dafür, dass nichts passiert. Ich hab Angst vor dem, der hat eine Waffe. Bruder, steig jetzt aus einfach. Digga, lass mich doch einfach. Was willst du von mir? Jungs, ich hab keinen. Bruder, ich weiß, auf was du wartest. Steig aus. Ich warte auf nichts. Ich hab nichts. Ich hab kein Geld mehr. Ich hab kein Handy. Ich hab kein Auto, was fährt. Ich hab gar nichts. Dir dein Geld und auch deine Handys. Ich keine Ahnung, du hast so oder so viel Stück dabei. Ja, okay, aber du kannst es ja behalten. Alles gut. Du hast mich jetzt abgezogen. Okay, ja, aber dann heul nicht rum, dass ich alles um dir hab. Ja, du kannst ja damit leben jetzt. Ist ja alles gut. Ist ja, du lebst ja mit dem Gewissen, dass du mich einen armen Mann auseinandergenommen hast. So, okay. Aber ich will ja nichts weiter von dir. Oder ist dir dein Leben jetzt was wert oder nicht? Warum willst du mich denn umbringen? Peron, steig jetzt raus. Aber warum? Peron, mach einfach, ist dir dein Leben was wert oder nicht? Ja. Schützt du dein Leben nicht also? Ich will mein Leben schützen, aber es gibt ein Problem. Ich hab den Schlüssel diesmal wirklich runtergeschluckt. Bruder, red keine Scheiße. Ich hab ihn wirklich diesmal runtergeschluckt. Oh, ey Tyrone, komm, ich mach kein Kinderspiel. Ich hab ihn wirklich runtergeschluckt, ich mein's ernst. Trotzdem kannst du dein Auto von innen aufmachen, auch wenn er abgeschlossen ist. Kann ich nicht, diese neue Mercedes-Funktion funktioniert so nicht. Ja, halt's Maul, steig aus. Das ist der neue, wie heißt der nochmal? C63, nee, GT63S 2023. Deine Scheiben sind doch eh unten, dann geh aus dem Fenster raus. Das ist extra so, wegen Sicherheitsfirma hat das so gemacht. Geh jetzt raus. Bruder, das hat Sicherheitsfirma. Geh aus dem Fenster, ja, geh aus dem Fenster raus. Warte. Scheiße, ist aus Panzerglas, Bruder. Ich kann echt nicht raus. Bruder, ich fick dich gleich, Mann. Ey, Digga, Tyrone, komm, ich leg meinen. Du hast mich doch schon gefickt, Alter, was willst du noch von mir? Tyrone, komm, steig einfach raus. Ich kann nicht aussteigen, wirklich. Ich hab den Schlüssel geschluckt. Was? Ich hab, denke ich, auch Dietrich dabei oder so. Ah, das ist neueste Technologie, Bruder, das funktioniert so nicht. Das ist so Schlüssel, Bluetooth und sowas alles. Schieß doch einfach auf den, ich kann nicht. Ich bin noch kampfunfähig, guck doch unten links. Hast diese Bluetooth-Connection? Schaut mal, lasst uns einen Deal machen. Ja. Okay. Warum willst du, dass ich aussteige? Er soll mir das erklären. Oder keine Ahnung. Bruder, er hat 50k von mir einfach genommen. Er hat mein ganzes Zeugs genommen. Er hat sogar, mein Dildo wollte er sogar nehmen. Obwohl er eine Person ist, die beauftragt wurde, mich in den Mount Chiliad zu schicken. Das hat er nicht mal gemacht. Also dein Auftraggeber wird sehr sauer sein auf dich. Ich werde bei Google schlechte Rezension schreiben, dass ihr das nicht macht, was ihr machen wollt. Nein, Tyrone, nein. Okay? So. Tyrone, ich sorge dafür, dass hier nichts passiert. Ich bin Swash, ich mache alles hier. Ja, Boja, komm, soll auf den Server kommen, Digga, aber... Ey, chill. Guck mal, ich weiß, du bist als aufgebracht, aber was willst du denn von mir? Guck mal, er will mich einfach ficken, Digga, ich habe nichts gemacht. Digga, ich wurde heute dreimal umgeschossen. Ah, wie hast du es auch mal geschafft? Ja, es hat ja kein Benzin, schau. Ich versuch die ganze Zeit schon, ja, aber es geht also nicht. Also hast du den Schlüssel doch nicht runtergeschluckt. Nein, das ist so ein Knopf, den muss ich von innen drücken. Ich steig jetzt ohne aus. Schlüssel. Ich weiß, auf was du wartest, steig jetzt auf aus. Auf was warte ich denn? Oder ich weiß ganz genau, steig aus. Du weißt ja irgendwie viel zu viel über mich, was du gar nicht wissen kannst. Ist mir ja, aufgefallen. Ja, ich bin nicht dumm.
Ich bin auch nicht dumm. Ja, wenn du nicht dumm bist, dann steig aus. Schau mal, weißt du, ich hab... Bruder, du wirst es nicht schaffen, uns die alle drei zu legen jetzt. Also ich will auch niemanden legen. Ich hab ja auch nichts, womit ich jemanden legen könnte. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, schau mal, ich hab hier noch... Ich guck mal hinten in meinem... Ich hab hier hinten noch Fleisch. Ich hab noch Wasser ein bisschen. Damit könnte ich noch überleben, so ein, zwei Wochen. Könnte ich hier noch chillen. Ist egal, ob alles... Vielleicht... Einfach Fresse halten. Bruder, jetzt hole ich ein Admin. Reicht. Reicht. Du OOC-Meter-Hurensohn. Deine Mutter geht in Frankfurt Kaiserstraße anschaffen, die Mitgeburt. Lern du RP. Du Gambo, quack, geiler quack, Hurensohn. Wow, viel Spaß auf Malta. Verdammter Hurensohn. Quack, quack, quack. Du bist so mad, machst auf krass und geierst viel. Hast noch ein paar Stunden Sachen zu sagen? Ich lebe mich wegen einer Pistole. Du gottverlassener Hurensohn. Dein Vater geht übrigens auch anschaffen. Geht auch anschaffen. Du Hurensohn. Hey King. Yo. Denkst du, der hat eine Waffe dabei? So, und jetzt gehe ich in den Support. Jetzt gehe ich in den Support. So, er sagt noch viel Spaß auf Malta. Lass weg hier, komm. So, ich rufe jetzt Twizzy. Twizzy, hast du kurz Zeit? Ich wurde zweimal RDM'd von derselben Person. Kann man da was machen? Bin live. So, kurzes Support-Gespräch. Warum liegt der draußen, Bruder? Hier. Yo. Moin, was geht, Twizzy? Moinsen. Moin, Albert. Klapp. Moin. Schau mal. Moin, moin. Twizzy, vertraust du mir? Weiß ich nicht. Also willst du, dass ich jetzt alles Stück für Stück in meinem Stream zeige oder willst du, dass ich dir einfach erkläre? Und falls ich lüge, kannst du dir immer sparen dann permanent. Wenn du das drauf. Und du bist live, hast du gesagt? Ja, ja. Also, kannst du das zeigen kurz? Ich kann es dir zeigen, aber es geht schon ein bisschen länger, also es ist eine längere Situation. No shit, okay, aber wenn ja. Wenn der lügen sollte, dann kann ich dir das beweisen. Außer okay, dann genau der Regelbruch. Also, dann erklär auch kurz. Ich erkläre dir ganz schnell, also. Ich hatte am Strand einen Twitter-Post über jemanden gemacht. Ne, ich habe ihn Goofy genannt. Er hat mich am Würfelpark umgeknallt. So. Also er hat mich Drive-By. So, ich wurde umgeschossen. Okay, akzeptiere ich. Ich habe einen Twitter-Post gemacht. Tyrone wurde abgeknallt. Akzeptiere ich. So. Ich stehe auf. Ich werde revived. Ich suche mein Auto. Das war irgendwo in der Garage beim Arsch der Welt. Ich gehe dahin. Und plötzlich kommt wieder der Typ, der mich umgeschossen hat, kommt wieder dahin. Hat irgendwelche anderen Leute beauftragt, mich nochmal mitzunehmen und auszunehmen. 50.000 hat er mir abgezogen und so. Nimmt mich mit. Dann sagt er zu mir, ja, schließ mal dein Auto auf. Also der wollte die Waffe, die in meinem Auto drin ist, auch klauen. Ja. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe meinen Schlüssel verschluckt. Und der war nicht korrekt im Krankenhaus. Ich habe den geschluckt, gegessen. So. Geil. Weil, warum will jemand, mit dem ich nicht mal einen RP-Strang habe, mich einfach auseinandernehmen und meine ganzen Sachen nehmen? Hat er eh schon mein ganzes Geld genommen. So. Dann sagt er zu mir, wir bringen dich zu einer Toilette und du scheißt dahin und dann kackst du den Schlüssel raus und dann machen wir die Tür auf. So, was habe ich gemacht? Tyrone ist natürlich schlau. Ich scheiße erstmal, scheiße alles voll und dann sage ich, oh nein, scheiße, runtergespielt. Hilfe! So, wurde runtergespielt. So. Ja. Dann lässt der eine von deren Fraktion mich wieder frei. Ah, die haben mich RDM dann übrigens wieder. Die haben mir dann Nackenklatscher gegeben. Haben gesagt, nee, du hast den Schlüssel nicht gespielt. Blablabla. Bla, bla. Ich hab gedacht, doch, na klar und so. Da hat er mich umgeschlagen, mich wieder gestorben. Dann bringt der eine von mich zum Medic, weil der so ein bisschen Fan ist, glaube ich, oder so auf nett macht. Er kennt mich halt. Wie heißt du denn? Wie ist denn gerade überhaupt dein Ding? Ist 5M-Name? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 5M-Name warte mal. Weiß ich nicht. Ich weiß nur ID. Auf jeden Fall, einer von denen bringt mich zum Medic. Der das ist ein Name, mich. Ja. Wie heißt ich da? Lukas Grieselstein. Ach so, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, habe ich informiert. Ja. Achso, das war, wo ich auf diesen deutschen Server da wollte. Ich wollte mich ein bisschen anpassen. Auf jeden ja. Fall. Dann bringt er mich zum Medic. Er revived mich. Und dann kommt der Typ, der mich mir Nackenklatscher gegeben hat, kommt wieder zu mir und steht an meinem Auto und sagt, du wirst das jetzt aufmachen. Ja. Ich gehe ins Auto rein. Ich sag, ich habe wieder Schlüssel verschluckt, weil warum soll ich mich von dem powern lassen? Also wenn der mich eh powern will, dann mache ich sein RP erst recht nicht mit, so weißt du, was ich meine? Ich sag, ich habe mich von innen eingesperrt, diese Technologie, dies, das, man kann Auto nicht aufschließen. Er sagt, wenn du jetzt nicht rauskommst, knall ich dich wieder um. Ich sag, geht nicht, dies, das. Ich sag, guck mal, ich habe hier Vorrat für 3 Wochen noch. Ich werde hier 3 Wochen noch verschimmeln, ich habe hier noch Fleisch und so, dies, das.
Oh. Und der hat so auf diese eine Pistole in meinem Auto beharrt, die sowieso meine war, nicht mal seine ist. Der will einfach so ohne Grund mich looten einfach, weißt du? Und dann hat der mich nochmal umgeknallt gerade. Einfach so. Dreimal. Also insgesamt wurde ich jetzt von denen zweimal umgebracht. Also das erste, wo ich umgebracht wurde, das akzeptiere ich ja, okay. Situation ist vorbei, aber die zweimal danach war unnötig. Ja, ich sag mal so, aber wegen Twitter-Posts auch schon ein bisschen. Ja, nee, guck mal. Ja, klar, natürlich. Aber auch das, wenn du zu einem Goofy sagst und Drive-By bekommst, schon hart. Guck mal, ich hab dir den Drive-By bekommen, das ist ja egal. Ich dachte mir, okay, geil, Strang, ich räche mich irgendwie an dem, scheiß drauf. Weil da war so ein Typ, der hat mir auch gesagt, wer das war und so bla bla bla. Weil der ist ja im Würfelpark, hat der mich umgeknallt, sieht ja jeder. So. Ich denk mir, okay, geil, ich kümmere mich um den. Und der beauftragt dann andere Leute, die mich nochmal entführen. Und die mich dann aber noch, ja nee, die entführen mich nicht nur, sondern die nehmen mich auch noch aus. Zweimal und schießen mich zweimal um und nehmen mein ganzes Geld. Das Geld, was ich auch übrigens von dir abgezogen habe, glaube ich, war das. Diese, wo du gesagt hast, schlag sie und film das und dann kriegst du 80.000. Diese 40.000, die du mir gegeben hattest, weißt du noch? Ach so, ja, ja. Ja, ja. Und die hat er mir auch genommen. Sag ich auch nichts. Ich denke mir, okay, scheiß drauf, zieht mich ab, knallt mich um, egal. Ich werde mich sammeln, ich werde mich richten. Jetzt knallt er mich schon wieder ab, Digga, in meinem Auto. Und jetzt sag ich mir, okay, jetzt gehe ich in den Support, Digga, ist mir egal, reicht. Ah ja, miese Gambo-Verhalten, ne? Okay, klären wir. Ja. Du musst revived werden dann, ne? Wie war nochmal deine ID? 547. Guck mal, ich lass mich schon 547. Gerne auseinandernehmen. Ich lass mich auch ficken, das ist kein Problem. Weil ich bin auch provokant. Aber, dass der so krass powert, Digga, und mich RDMt und so. Ja, muss ich sagen. Der wusste auch irgendwie alles über mich. Der wusste erstmal, wie ich heiße. Was er nicht mal wissen konnte, dann sagt er auf einmal, du hast ja einen Mercedes. Er wusste nicht mal, dass ich einen Mercedes habe. Und komischerweise wusste er auch ganz genau, wo ich war. Ja, aber warte mal, ich hab verschiedene abgeknallt, ne? Ach nee. Ich seh's. Ja, nein, nee, ich seh's. Das war hätte ich auch einmal irgendwie überfahren oder so, ne? Ja. Mal gucken, ob ja. Ich hier noch einen Dietrich hab. Okay. Jetzt kommt der Typ, der die beauftragt hat, mich umzubringen, der mich als erstes gedrive-byt hat, will jetzt mit einem Dietrich mein Auto aufschließen und meine ganzen Sachen klauen. Tschüss. Also, die haben mich gefickt, die haben auf mich gepisst, dann haben die mich verbrannt, dann haben die mich mit Reboot-Karte, haben die mich nochmal revived und wollen mich jetzt nochmal ficken. Ja, so warte mal. Guck mal, du kannst zu dem Typen gehen einmal und alt, wenn du Taste Alt gedrückt hättest, sehe ich seine ID. Scheiße, aber der ist nicht mehr hier, glaube ich. Der diesen weg. Also, ja, dann. Ja, dann ist so gut. Ja, aber die anderen sind noch hier. Also die von seinen auch. Nein, wenn was. Ich hab den Stream nebenbei offen. Wenn irgendwas passieren sollte oder so, dann machen wir das. Auf schnelle Welle dann. Aber mein Auto hat keinen Tank. Ich sitze hier fest. Die werden mich so oder so auseinandernehmen. Das musst du schon jetzt irgendwie hinbekommen. Das machst du schon. Ja, aber ich kann sie nicht hinbekommen. Das kriegst du schon hin. Die powern mich jetzt schon. Ich bin gerade im Stream drin. Da sind vier Leute. Irgendeiner kann hier ein bisschen aus anderen Auto raussaugen, ein bisschen Benzin und reinmachen. Das war jetzt Spaß, okay? Du hast zu viel überlegt. Einer kann dir doch einfach ein Auto geben. Digga, das sind vier Leute, die wollen mich alle auseinandernehmen. Das ist der Typ, über den ich meinen Twitter-Post gemacht habe. Und der hat. Ach so, das sind jetzt die Leute. Die haben mich schon dreimal RDM, Digga. Reicht doch irgendwann. Die wollen mich jetzt. Das wird doch wieder aus dem Rechen rauslaufen. Ja. Die stehen da ja wirklich immer noch. Die kriegen nicht genug. Die wollen Tyrone, wollen die auseinandernehmen. Die wollen. Keine Ahnung, Digga, was die noch von mir wollen. Was machen die denn da jetzt? Also der mit dem Blauen, die wo zu den Blauen gehören, das waren die, die beauftragt wurden. Von dem mit der schwarzen Kette. Drückt man, halt mal noch im Alt gedrückt. Warum sieht man seine ID nicht? Der ist zu weit weg. Autos ist so eine Sache. Ich glaube nicht, dass man ja irgendwie die Leute so gut aufkriegt. Oder hast du schon mal geknallt ein Auto? Kannst du nicht sehen, wer mich als letztes umgeschossen hat? Das könnte sein, dass das ist. Warte, ich zeig dir die ID, bitte. Ja, alles gut, alles gut. Anrufen, weil, guck mal, normalerweise, die, wenn man doch jemanden. Warte, das ist die ID 84. Also der mit den schwarzen. Ja, alles gut. Ganz kurz, darf man bei euch Leute zwingen, Sachen aus dem Auto rauszunehmen? Also, wie gesagt, also wir sehen, ich finde den IP-Stand allgemein ein bisschen scheiße, ne? Also. Ja, klar. Es kommt immer drauf an, wie man es ausspielt. Ja, aber Bruder, ja, keine Ahnung. Manches ist das Eigenbereicherung, manches halt, ne? Die machen halt miese Eigenbereicherung. Der hat mein Geld genommen, dann will er noch meine Waffe haben.
Ich sag zu ihm, ich habe keine Waffe. Er sagt, ich weiß, dass du eine hast. Denn woher will er das wissen? Hat er meinen Stream geschaut? Er kann nicht mal wissen, dass ich eine Waffe habe. Und diese Waffe ist in deinem Auto, oder was? Ja. Ich habe sie da reingelagert in mein Handschuhfach. Ja. Okay, eigentlich müssten die Bescheid wissen. Guck mal, ab dem zweiten Mal, wo ich umgebracht wurde, akzeptiere ich das. Aber das letzte, das war mies RDM, Digga, und Power. Ja. Ich wollte ja eigentlich, dass das da weitergeht. Ich wollte ja mich eigentlich an dem rächen noch, der mich als erstes umgebracht hat. Verstehst du? Soll ich den Jungen, der dich abgeknallt hat, hier auch reinziehen? Oder? Ja, nur den. Scheiß drauf. Nur den, weil das war der, wo reingeschissen hat. Okay, warte mal. So, hier geht's. Oder geht. Jo, hallo. Was geht? Du warst an der Situation mit Berkoli beteiligt, richtig? Genau. Dort in. Oder, ich weiß nicht, wer du bist, aber Walla betrete dich mit mir. Das ist geisteskrank. Also, was du gemacht hast. Oder Walla ist geisteskrank. Was dann? Ohne zu schämen. Nein. Du hast kein Schamgefühl. Kann er bitte raus? Ich möchte alleine mit den Supportern reden. Ja, aber es geht ja hier gerade um die Situation mit ihm zusammen. Ja, aber ich merke das doch gerade, dass man mit denen nicht kommunizieren kann. Ich möchte gerne. Okay. Sachlich. Also, ich habe gerade den Leuten erklärt, dass du mich gepowert hast, RDM'd hast. Nein. Dass du höchstwahrscheinlich gemetert hast, weil ich ein paar Indizien habe. Was hast du denn? Wie soll ich metern? Du wusstest, dass ich einen Mercedes habe. Oder also einer von euch wusste, dass ich einen Mercedes habe. Du wusstest, dass ich eine Waffe in meinem Handschuhfach habe, obwohl ich gesagt habe, ich habe eine. Ja, da komme ich dazu. Ja, und, auch, kommt mal schnell hier. Also ich weiß nicht, vielleicht war das der andere von euch, aber mit dem Meter beiseite gestellt. Du hast mich einfach RDM'd und du hast mich gepowert. Hm? Okay. Und wo okay, wie war es von deiner Seite aus? Also es war so, er hat die ganze Zeit ausgespielt, dass er, weil ich habe ja gesehen, dass er in sein Handschuhfach rein ist, das sieht man ja, hat er seine Waffe höchstwahrscheinlich eingelagert, weil das jeder macht, um seine Waffe zu safen, da hat er sein Auto abgeschlossen, okay, dann habe ich gesagt, ja okay, dann jetzt scheißt du deinen Schlüssel aus, weil er ja sagt, ja ich habe es runtergeschluckt, dies, das und so, scheißt das aus, spült er. Aber das war jetzt aber die zweite Situation, ne, also nachdem du ihn schon einmal abgeknallt hattest? Oder war das die erste? Nee, die haben mich schon mal umgeschlagen und dann hat er mich nochmal. Also, schau mal, das Ding ist, ich verstehe nicht, warum du meine Sachen haben wolltest, weil das ist ja nichts als Eigenbereicherung, weil du hast ja nichts mit mir zu tun gehabt. Du hast mit mir. Beauftragt. Ja, du warst beauftragt, mich in den Mount Chiliad zu fahren. Hast du erstens nicht gemacht. Du machst am Anfang Lachkick, sagst, ha, ich helfe dir und so, dies, das, bla, bla, bla. Und dann willst du mich auseinandernehmen. Bist du drauf eingegangen, ja. Bist du drauf eingegangen? Auf mein RP, bist du nicht. Was war denn dein RP? Ja, das mit diesem Ding, du wurdest beauftragt, ich hätte dir geholfen, wärst du drauf eingegangen. Digga, du sagst zu mir, gib mir 100.000, dann nehme ich ihn auseinander, du nimmst mir mein Geld weg, Digga, was du nicht mal nehmen durftest. Natürlich, wenn du Bargeld dabei hast, nehme ich das dir ab. Digga, aber du hast doch kein, ich hab doch keinen RP-Strang mit dir. Der sagt zu mir... Ich wurde beauftragt, der hat doch gesagt, ja, das Geld, was er da drin hat, das zählt das als seine Bezahlung, hat der mir gesagt. Also ihr wurdet sonst nicht bezahlt. Junge, du verstehst das nicht, ne? Ja, aber Moment. Aber von wem? Dass du mich auseinandernehmen willst, macht keinen Sinn. Randy, ich wurde von Randy beauftragt. Hol Randy hier rein, bitte. Wer ist Randy jetzt? Rofe Apex, Ja, ne, du willst meine Waffen haben, du nimmst meine Handys, du nimmst alles, dann bringst du mich... Ja, Bruder, kommen wir doch mal zu deinem Quelle. Ich hab dich zu Hause nicht umgebracht. Ja, einer von deinen Kollegen hat mich umgeschlagen. Und okay, dann kommen wir dann dazu. Du wurdest umgeschlagen und gehst wieder in deine RP-Situation zurück. Nein, bin ich nicht. Dein Kollege hat mich revived. Ich will zu meinem Auto gehen und du stehst da einfach und wartest wie so ein... Ja, weil ich Mechaniker gerufen habe und ich wollte, dass Mechaniker kommt und mir das Auto aufschließt. Und dann wolltest du meine Waffe klauen. Und dann kommst du rein, machst schön dein Auto auf, obwohl du deinen Schlüssel heruntergespült hattest. Ja, ich hab ja gesagt, ich hab Ersatzschlüssel. Dann schließt du wieder ab und dann tust du wieder so, ja, als ob du das im Auto... Und jetzt ist RP. Ist RP, mach ich. Ach, Bruder, komm. Du was kommst zu meinem Auto RP, und willst bitte. Meine Waffe klauen, um einfach... Bitte. Weil du machst auf Mafia... Ich sag dir... Ich hab nicht mal Geld für eine Waffe. Du willst Eigenberechnung machen. Ich sag dir, was laberst du? Ich geh zu jedem beim Würfelpack... Wenn ich nicht reden kann, warum habt ihr mich im Support gerufen, ja? Ich zieh jedem seine Waffen ab, gar kein Problem. Ja, und was... Das ist doch eine. Das ist eine Situation zwischen euch beiden. Werde, oder? Was ist das für eine Scheiße, ey? Digga, du hast mich erwähnt. Also, lass den die ganze Zeit reden.
Und was für Meter? Nein, ihr sollt das einfach hier geklärt werden. Aber du wurdest ja auch erstmal noch nicht direkt gerufen. Ich verstehe auch nicht, warum Gammo verhalten, wenn ich den Typen, ich habe den 30 Mal gewarnt, ich habe gesagt, du steigst jetzt aus oder ich kill dich. Ist dir dein Leben was wert oder nicht? Doch, ist mir wert, ja, dann steig aus. Ich hab meinen Schlüssel runtergeschluckt. Mach dein Fenster runter und dann steig aus von deinem Fenster. Mein Fenster ist gepanzert. Ja, okay, Bruder, okay, du hast auf einmal das krasseste Auto auf Erden. Beruhig dich, guck mal, du verstehst eine Sache nicht. Ich habe dein Much-RP mitgemacht. So wie du Much gemacht hast, habe ich auch Sachen gefunden. Gott, das mit Schlüssel runterschlucken, das ist der größte Move. Schau mal, die Typen, die dich beauftragt haben, die haben mich umgebracht, okay? Die haben mich schon mal umgeschossen. Ja, damit habe ich eh nichts zu tun. Dann kommen die und sagen zu euch, schießt den nochmal um. Er hat nicht gesagt, ich soll umschießen. Er hat gesagt, ihr habt mich ja trotzdem umgebracht, ist ja egal. Ihr habt mich in eurem Zuhause nochmal umgebracht. Und dann kommst du und willst nochmal Sachen von mir haben, noch einmal, obwohl ich mit dir nichts zu tun habe. Ich habe sogar gesagt, bitte tu mir nichts weiter und so, lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Ich habe dich im IC gefragt, was habe ich dir getan, dass du mich auseinandernehmen willst, meine Waffen nehmen willst, mein Geld nehmen willst, alles von mir nehmen willst, obwohl ich dir nichts getan habe. Das ist einfach Gambo-Verhalten, Digga. Sorry, ja, das ist Gambo. Ich bin auch RP seit 3-4 Jahren, Bruder. Ich habe das nie gesehen. Das ist geil. Was für Gambo, bitte. Wenn du dein Leben schützt, dann liegst du. Das gehört dazu. Wenn ich sage, steig aus. Ey, komm. Das ist nicht Power, wenn du die ganze Zeit so tust, als ob man dein Auto nicht aufkriegt. Das ist Power. Ja, Bruder, aber du verstehst. Denkst du, ich kann nicht irgendwie Schloss aufschießen und ich komme da rein? Bruder, so kann ich jetzt auch ausspielen. Okay. Du spielst jetzt andauernd so aus, ja, als ob man da nicht reinkommt und so. Was ist das für ein scheiß RP? Ich hab's ja so ausgespielt. Was ist das für ein Scheiß, ja? Weil dein RP von Anfang an keinen Sinn gemacht hat. Du hast keinen Ball RP gemacht. Du hast den Ball genommen und hast mir den in meinen Arsch geschoben, obwohl es gar keinen Sinn gemacht hat. Und was sagst du zu deinen OC-Chat-Nachrichten? Ja, ich hab dich beleidigt. Ja? Heul doch. Leute, wir haben jetzt, glaube ich, alles gehört, ja? Wir muten euch ganz kurz. Nee, wartet, ihr habt noch nichts gehört, wartet. Ich glaube, wir haben schon alles gehört, ja. Nein, ich zeig euch noch einen Clip. Ja, zeig alles, gar kein Problem. Ja, wart ab. Eine OC-Nachricht, du Hurensohn. Die nächste, du OC, Mörder Hurensohn, deine Mutter geht in Frankfurt Kaiserstraße anschaffen, du die Missgeburt, ist die zweite Nachricht. Die dritte, lern du RP, Gambo geiler Hurensohn. Nächste Nachricht, verdammter Hurensohn. Noch eine. Du bist mad, machst auf Gras und geierst 3 Stunden wegen einer Pistole. Gott verlassener Hurensohn. Dein Vater geht übrigens auch anschaffen. Du nochmal. Das hat er dir privat geschrieben, oder wie? Nee, oder? Das hat der. OC, slash OC. Slash OC. Das ist ja. Erst einmal, ich hab das geschrieben, weil du. Du OC-Mad bist. Ich bin OC-Mad. Ja, bin ich. Ja. Weil ich eine Stunde online bin und 3-mal gepowert und RDM'd werde. So. Und dann kommst du. Wenn du selber powerst? Ich hab nicht gepowert. Ich hab mich einfach. Natürlich ist das Power. Ich hab mich auf. Okay, weißt du, was ich hätte machen können? Ich hätte mich lassen können. Ich hätte meine Pistolen abziehen lassen können. Schon wieder, was gar keinen Sinn macht. Dann hätte ich in den Support gehen können und du wärst gebannt. So, und ich hätte meine Sachen wieder bekommen. Oder ich warte einfach, bis du zur Vernunft kommst und mich einfach sein lässt. Dass ich einfach mein Ding machen kann und du akzeptierst, okay, ich kann ihn nicht weiter. Ich kann nicht weiter reinscheißen. Das ist schon für mich Trollen, Digga, was du gemacht hast. Ich kann nicht weiter rein trollen. Das ist Trollen auch. Scheiß drauf, okay. Ich geh jetzt einfach. Aber jetzt ist hier, das ist jetzt eine miese Situation, weil jetzt wurde der OOC-Chat für etwas benutzt, wofür er nicht gedacht worden ist. Und du hast Tam übertrieben. Ja, was soll ich machen? Ist so. Aber, Yigit, du hast auch reingeschissen. Also von beiden Seiten war es einfach Müll-RP. Nee, warum sollte meins nochmal Müll-RP sein? Ich verstehe das nicht. Das ist mies Gambo, oder du verstehst das eben nicht. Ja. Ich finde, die Situation hätte da enden können, da wo du ihn das erste Mal umgeschlagen hast. Genau so, das reicht schon. Ich hab den gar nicht umgeschlagen. Oder umgeschlagen, ja, ist ja egal. Oder umgeschossen, ist doch egal, aber als er das erste Mal. Du warst ja dabei. Also ist ja, aber 3-mal ist schon ein bisschen, hart, ja. Da zwingt man schon das RP auf, ja. Was soll ich denn machen? Ich wurde IC schon in den Arsch gefickt, Digga. Was soll ich denn machen, außer in OOC-Chat seine Mutter zu beleidigen? Was ich vielleicht zurücknehme. Es gibt auf jeden Fall andere Wege, ja. Ding, die dritte Situation hat überhaupt nichts mit dir zu tun gehabt. Ich war da an deinem Auto, ich hätte Mechaniker gerufen und dein Auto aufmachen lassen. Ja, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Das macht man doch nicht. Doch, wieso? Wie soll ich sonst ein Auto rausbekommen? Du kannst doch nicht zu irgendwelchen Leuten gehen und einfach deren Sachen klauen, ohne Sinn. Hä?
Du, das ist ja einfach Eigenberechtigung, Bruder. Er hat vorhin gesagt, das ist kein RP, Bruder. Ich kann doch auch nicht, wenn da ein Gangkrieg ist und da liegen 10 Leute auf dem Boden, ich gehe doch auch nicht zu jedem und nimm deren Waffen und deren Millionen von Dollar, die da auf dem Boden liegen. Das macht man nicht, das ist kein RP, das ist ein Regelbruch. Ja, aber hier, du hattest irgendeinen Auftrag von niemandem, dass du was machen solltest bei ihm? Mich zu Mount Chiliad fahren und mit mir da ein bisschen rumlaufen. Aber der hat gesagt, das mach, nicht gemacht, sondern andere Sachen gemacht. Komplett andere Sachen irgendwie. Wie, mach was du willst. Also du hast gar keine Bezahlung bekommen? Mann, und der hat dir einfach nur gesagt, mach, was du willst. Doch, ich habe die Bezahlung bekommen. Es geht darum, guck mal, ich hab den Richtung Mount Chiliad gefahren, ne? Dann bin ich mit dem Deal gekommen. Ich bin auf einmal mit dem, weil ich habe immer den Korrekten gespielt, weißt du, was ich meine? Ich wollte dem noch eine Chance geben, weil ich finde das, ich hasse sowas, den zum Mount Chiliad bringen und dann den laufen lassen. Wow, was eine Strafe, ich feier sowas nicht. Deswegen habe ich versucht, dem noch eine Chance zu geben. Ich habe gefragt, weil der hat mir gesagt, dass er beauftragt wurde von den Goldbergs, dass er jemand eine Schelle geben soll und da ein Video machen soll. Bin ich drauf eingegangen. Ja. Ich habe gesagt, okay, Bruder, weißt du was, ich helfe dir. Du kriegst halt die 50.000, die ich gerade bekommen habe, sogar zurück. Du kriegst sie zurück und ich helfe dir dabei. Der so, ja, okay, die ist was und so. Dann habe ich gesagt, okay, dann will ich eins. Dann will ich, dass du mir dein Auto aufschließt und dann helfe ich dir. Wow. Und dann? Wow. Also erst einmal, ich habe diesen Deal nie akzeptiert. Ist die erste. Achso, deswegen bist du deinen Schlüssel ausscheißen gegangen. Ich habe doch keine andere Wahl gehabt. Ich habe doch keine andere Wahl, als euer RP mitzumachen. Ihr macht doch sowieso das, was ihr wollt. Entweder bringst du mich zu Mount Chiliad und bringst mich um, oder du bringst mich bei dir zu Hause um. Was soll ich denn machen? Warum soll ich dich zu Hause umbringen? Du verstehst das nicht, ne? Oder du solltest einfach nur, da zu Hause solltest du diesen Schlüssel ausscheißen, ja, weil du es dir ausgespielt hast. Runtergespielt worden. Ja, und dann spülst du den runter, ja. Wow. Ja, was ein RP. Ich geb dir eine Chance, du fährst komplett in deiner Tour rein, ja. Ja, aber ich wollte doch nicht mehr, ich wollte ja dir nicht meine Waffe geben. Oder guck mal, hättest du doch dein Auto aufgemacht. Hättest du dein Auto aufgemacht. Vielleicht wären wir doch in Deal gekommen, ich hätte die Waffe dir gar nicht weggenommen. Was X soll und was war das für eine Scheiße? B ist, was ich hab zu dir gesagt, ich hab nicht mal Geld, was ich dir geben kann, weil du einfach meine 50.000 genommen hast. Ich hab das gerade alles erzählt. Ich hätte dir die 50.000 zurückgegeben. Sache. Jetzt kommt die nächste Sache. Ich hab gesagt, ich will das Geld nicht. Behalte es, lass mich nur in Ruhe. So, fertig. Ich will dir doch, du zwingst mir einen Deal auf, den ich gar nicht annehmen will. Ich will dir doch meine Waffe gar nicht geben. Wo ich übrigens gesagt habe, ich habe keine Waffe. Du wärst einfach nur eingegangen, ich hätte dir vielleicht die Waffe nicht mal abgenommen. Ich hätte dir bei deinem Ding geholfen und fertig. Du hast dich sowieso exposed gerade. Du wusstest nicht mal, dass ich eine Waffe habe, zu dem Zeitpunkt, wo du mich entschuldigt hast. Oder was laberst du? Was du exposed? Ach, scheiß drauf, Bruder, ey, ihr sollt entscheiden. Ich kann mit dem nicht reden. Der ist entweder der Autismus, Bruder, oder der ist... Ja, okay. Warte ganz kurz. Eine Sekunde. Habe ich recht oder nicht, Chat? Habe ich recht oder nicht, Chat? Eins, wenn ich recht habe, zwei, wenn ich kein Recht habe. Bruder, ich wurde dreimal RDM, Bruder. Dreimal gepowert, Bruder. Die nehmen mir meine Sachen weg, die nicht mal abziehen dürfen. Die ziehen mir einfach Sachen ab, Bruder. Ich habe das noch nie gemacht, Bruder. Ich bin noch nie zu irgendjemandem gegangen und habe einfach seine Sachen genommen. Außer die haben mich gefickt davor. Walla, Bruder, was soll das, Alter? Wenn ich jetzt gebannt werde, ich beleidige nochmal seine Mutter. Eib, Bruder, ja. Es gibt doch etwas, es nennt sich Eib, Bruder. Irgendwann reicht's doch, Alter. Ich hab verstanden, Digga, du bist mein Fan. Du willst RP machen mit mir, okay? Aber ich will doch nicht. Ich will doch nicht. Lass mich doch. Okay, ich wurde gebannt für 7 Tage. Okay, kein Problem. So, Leute. Jo. Okay, ist geklärt. Also, ihr habt beide jetzt eher eine Woche Bann bekommen. Berko einmal für Dingens, für diese OOC-Chat-Beleidigung. Einem drum und dran. Sowas kriegt man nur eine Woche, ja? Und du für deinen... Drei Racheplan, dreimal Racheplan? Nein, immer noch falsch. Wie kann man das so falsch aufnehmen? Ich hab den nur einmal abgeknallt, mehr habe ich mit dem nicht gemacht. Ich lade das auf YouTube hoch. Die sollen sich das angucken und ich glaube im Nachhinein werden die sogar. Ich konnte das nicht mal gut erklären, Bruder. Vielleicht habe ich ein paar Sachen ausgelassen. Tweezy kann sich das nochmal angucken in Ruhe, Digga, wenn ich das hochlade. Und wenn er dann immer noch sagt, Digga, dass ich unrecht. Ja, genau. Okay, ich hab die beleidigt, Digga, okay. Ich entschuldige mich auch dafür. Das ist beides auf jeden Fall nicht cool gewesen, ja. Aber du hast einfach, Digga, das war komplett was anderes, Digga. Scheiß drauf, ey, egal. Ich akzeptiere das und gut ist. Okay. Dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Sonntag, ja? Jo, schön. Haut rein, Jungs. Auto. So, ich werde das klären, Digga. Ich werde safe wieder entbannt. Ich kläre das irgendwie. Ich werde mit Tweezy nochmal reden, damit er das besser versteht, dass ich eigentlich
okay, ich habe ihn beleidigt, Bruder, dafür kann man mir ans Bein pissen, aber das, was er gemacht hat, sind viel mehr Regelbrüche, Bruder. Seine Regelbrüche sind, wenn das eine Goldwaage ist, Bruder, ich bin hier, er ist da, so, Bruder. Versteht ihr, was ich meine? So. Okay, Chat, ich würde sagen, es reicht. Es reicht.